Das ist ja kein Loot, das ist Werkzeug. Ja, hab ich aber nicht. Wir werden beschossen! Hicht von Achtung! Wo? Was? Oh. Das war dezent falsch. Boah, die Granate war geil. Da liegt was Grünes. Ja, ich hab was Grünes und einer schießt. Boah, der Typ war voll weg. Genau vors Korn, ne? Da war das nicht eine Entdeckung gekippt, der schießt lieber drauf. Aber später wird das in Untergang bringen. Ich laufe vor deinem Rohr rum. Das nehme ich an. Das nehme ich. Oh, ich nehme das sicher. Eine neue Jacke. Alter, ich krieg ja einen dort Klamotten, ne? Ich krieg gar nichts. Gib mir mal eine Jacke, bitte. Hier, was ist hier? Leg die. Können wir auch handeln irgendwie? Kann ich die anfassen? Warte, guck mal her. Ich hab einen Dietrich. Du sollst mir eine Jacke geben. Geht nicht, Rivano. Haben wir doch vorhin gesagt, dass das nicht geht. Können wir nicht handeln oder am Boden schmeißen? Hast du schon mal eine Frauenhose angezogen? Ja, das ist ja gut. Gut. Vielleicht wird die ja größer. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Verstehst du jetzt, warum das nicht funktioniert? Ja, ich hätte gerne einen leckeren Döner, natürlich. Ja, okay. Und der Onkel kann mir auch keine Jacke geben. Wo ist er denn? Der ist beim Döner. Rennt schon wieder 10 Kilometer weg, ist der Wahnsinn. Der ist beim Döner, Mann. Döner, mach ihn schöner. Wo ist er denn? Der Onkel hat schon wieder die Alarmanlage ausgelöst, die Sau. Was ist denn da los? Was hast du von der Alarmanlage ausgelöst? Unter Beschuss. Unter Beschuss. Ja, wir hören euch. Ja. Yeah! Der hat gesessen. Ja, komm schon. Och, Rivano. Boah, wieder wegplatzt, du. Irgendwann kill ich dich, ja. Und dann bist du selber schuld. Wen, mich? Nee, dich. Ja, weil du immer im Schussfeld rumläufst. Ich hab ein Schild, ich schütz euch. Ihr wollt nicht geschützt werden. Wenn ich dir in den Rücken schieß, bringt dir dein Schild auch nix. Ja, aber du hast Friendly Fires aus, das heißt, wir du wollen, kannst so wir viel wollen, schießen, wie du wir willst, wollen dein Schild nicht, verstehst du das nicht? Mann, du hast mein Schild beleidigt, das fühlt sich jetzt geengt. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Schild ist schwul. Nein, natürlich. Oh, ich hab ja eine Elektronik gefunden. Kiste. Mein Controller redet. Elektronik plus 1 hab ich auch. Da ist auch noch eine Kiste drin. Oh, es hat einen Apple Store, oder? Sieht genauso aus. Ja, kein Witz. Ohne Witz. Apple. Ist oder los, ein bisschen Schleichwerbung hier, aber da steht was Schade. Lass mal raus. Oh, guck mal, die Laptops, meine Freunde, die heben ab. Die fliegen. Ich hab fliegende Laptops. Kohlen offen, was ist denn los? Onkel, was hast du gemacht? Nix, hier draußen ist Krieg. Oh Mann. Leute, ich hab hier Flying Laptop. Draußen ist Schießerei, nur mal so am Rande. Komm mal raus, ich helfe euch mal. Ah, voll in die Face geschossen. Feindkräfte nähern sich. Du musst jetzt auch was zum Einsammeln sein, Onkel. Ja, ja, ich hab da was eingesammelt. Ey, die klettern, die klettern. Kletter, Max. Oh, sogar mal. Aua! Also, ich hab mich dafür entschieden, dass ich das Spiel bestellen werde. Vorbestellen. Ja, wir haben's doch schon lange vorbestellt, du Nase. Ja, aber ich dann nicht. Natürlich haben wir's zu zweit vorbestellt. Für die PS4. Oh, bist du kaputt, ja, Alter. Natürlich habe ich das vorbestellt für die PS4. Kaputter Kerl. Ja, das sind die Druiden, die wir suchen. Boah. Herrlich. Bist du jetzt hier böse, nicht? Ja. Alter, was ist denn hier los? Krieg, da wurde mir gar nicht markiert, die Sau. Ja, du bist der Bachelor und das sind alles Frauen, die dich wollen. Keine Gegner mehr entdeckt. Boah, hat aber übelst Punkte gegeben.
Ja, war gut. War gut. Ey, die tanzen, ne? Was ist denn? Die Soldaten, die tanzen. Was ist denn, crazy? Hab ich ja sonst nie gehabt, ey, dass hier so heavy ist, Alter. Leck mich doch am Arsch. Rekrutenschoner, 20. Wir haben gerade einen Wechselsprung gemacht. Was für ein Wechselsprung? Na, wir machen hier abwechselnd über Tore springen und so ein Scheiß. Achso, ich könnte mal in meinen Rucksack gucken. Das erinnert mich gerade so an GTA irgendwie. Diese eine Szene, wo ich über einen Onkel drüber gesprungen bin. Ah, guck mal Leute, es gibt sogar Dark Zone Währung, da kommen wir dann wahrscheinlich später auch noch hin, ne? Ich denke nicht in der Beta, aber ich denke in ja, der... Ja, die Dark Zone Dark Zone ist da, PvP. Da kämpfst, genau, ach so. Das ist nur PvP. Ah, okay. Also dort ist es so... Da laufen der, alle rum. Alle. Genau. Also eins, also alle gegen alle. Ja, es kann auch sein, dass du Glück hast. Also ich hatte Glück, mich hat keiner abgeknallt. Ja, können wir eigentlich auch bei der Dark Zone machen, dass wir einen Gruppenfight machen? Zum Beispiel wir drei gegen ein paar andere? Ist nur eine Beta. Nein, ich meine später für dich. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Muss man Ubisoft fragen, muss man anrufen. Frag mal nach. Ich ruf da gleich an. Das sage ich auch, super. Nee, aber du kannst, also in der Dings ist es so, du tust mit deiner Gruppe reingehen in die Dark Zone, dort kannst ja, du looten, dort kannst du looten und dann musst du aber dort, den Loot kriegst du nicht gleich, sondern du musst dort einen Helikopter oder irgendwas rufen, der dir dann den Loot abholt. Ja, ja nee, der kommt automatisch immer einen bestimmten Zeitlauf, aber immer an anderen Stellen. Genau, und der wird an der Karte markiert und dann können dann Gegner hinkommen und können dich abballern. So, und deswegen ist das ist das Spannende daran. So habe ich das verstanden. Ja, ist richtig, ist richtig. Hast du also exakt das so erklärt, wie es ist? Ich finde das Spiel total geil. Gefällt mir total gut. Boah, es nebelt, verdammt. Nebelt? Krass. Nebelt. Es nebelt. Nebelt. Was denn? Wenn wir eine Hauptmission machen möchten. Es sind doch bloß noch drei Nebenmissionen. Nee. Na gut, wir machen. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. Machen wir da hauptsächlich das. Das dicke Ding. Genutzt, wurden aber überwältigt. Was? Achso. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Vor dem Rohr herlaufen. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Jo, du Rohr, du. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Ich finde das voll geil mit dem Rüberspringen. Ich meinte, daneben springen. Hi, Jukert. Du springst meistens daneben, das ist richtig. Nee. Also ich renne gegen die Säulen, dass die umfallen. Es sind keine... Das sind doch keine Säulen. Haupteinsatz verfügbar, bitte, ja? Mann, du weißt schon, was ich meine. Die Pfosten halt. Da, Ratte, Achtung! Du bist auch so ein Pfosten. Du bist ein Vollpfosten. Ja, das stimmt nicht. Das ist Feldlazarett? Ist das. Ja, Feldlazarett. Lazarett. Ach, das sind aber Liebe hier, oder? Da drin gibt es zahlreiche Feinde, ja. Agent. Sie heißen ja. Dr. Kendall und ihr Team. Boah! Ich geh rein mit uns. Das hab ich gehört, ja, dass das kommt. Abteilung. Eine musste sich erschrecken, das war klar. Medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Gebe dir Geleitschutz. Nicht Geleitschutz, Geleitschutz. Geleitschutz. Ja, damit's mit dem Gleiten besser läuft. Oh, da kommen sie, Rolltreppe. Ey, die machen Lärm! Ich hab sie getötet. Oder auch nicht. Achtung. Leute, jetzt sind falsch. Oh, ich freue mich schon so mega auf das Release und das ordentlich zu zocken mit Leuten und oh, das wird so geil. Boah, da kommt die ganze Familie. Achtung. Da kommt die ganze Familie. Ich glaube, ich habe meine Granate total versemmelt. Ist euch was aufgefallen? Diese Abprallgeräusche, wenn die gegen das Geländer oder so ballern, hört sich voll geil an. Richtig echt. Gölette. Irgendwo ist noch einer. Ihr wisst, was ich meine, ne? Nein. Okay, pass auf, wenn der jetzt hier gegen das Geländer. Ja, ich weiß, was du meinst, Rivano. Ja, gut. Irgendwo muss noch einer sein, sonst wird's weitergehen. Das weißt du, was ein Gompi ist? Nein, ich sag's. Crazy. Ja, er weiß, was ein Gompi ist. Er hat Jurassic Park gesehen.
Er weiß das, schade. Ich hätte ihm das sonst gerne erklärt. Ach, hi. Hau dich. Dann müsst ihr erstmal kurz hier hoch. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Ihnen den Aufenthaltsort finden. Okay. Was? Boah, die Levels sehen echt geil aus. Was macht ihr? Na hier, wir gehen weiter. Wir machen das gleiche, was du machst. Ja. Wir stehen hier an der Stelle. Ja, ich wollte nur wissen, ob er weitergeht oder nicht. Nö, nö, wir bleiben hier stehen bis morgen. Oh, oh, Kamera. Irgendeiner darf einen PC, ich möchte nicht vorgehen. Wenn ich sage irgendeinen, habe ich eigentlich Onkel gemeint, aber gut. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ja, das ist, Was lacht er schon wieder so dreckig hier? Weil diese Kommunikation einfach nur so, das klappt einfach nicht. Das klappt. Ehrlich gesagt, irgendeiner. Ja, aber wir wussten ganz genau immer, was wir meinen. Und das ist schon okay. Das ist alles okay. Das ist wieder das, ne? Das funktioniert einfach. Aber egal. Ja, hat doch funktioniert. Ich bin da dran gegangen. Ist völlig angefasst, Digga, bitte. Ist völlig Wurst. Ach, auffüllen hier. Angefasst. Hier ist eine Auffüllkiste. Ich hab mal angefasst, was? Ach, warte mal, hier hinten ist Loot. Das hab ich vergessen. Onkel, wie viele Zuschauer haben wir? Ich hab hier Loot, kann aber nicht einsammeln. Ach, hier ist Loot. 7. Onkel. Ach, das war Money, deswegen. Wir haben 7. Oi, sind jede cool. Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr... 7x7. Warum fragst du das andauernd? Ja, weil ich mich das interessiert. Du gehst doch selber auf den Weg. Ey, guck mal, wie der abgeht. Der zischt. Das nimmt einen Feuerlöscher. Ja, aber ich dachte, der macht doch Bumm. Was ist das denn für ein Feuerlöscher? Ein Feuerlöscher macht nicht Bumm, da ist kein Benzin drin. Wie hätte das sein können, dass sie das so gemacht haben? Ah, hier. Das ist kein... Nein! Oh. Außerdem habe ich den Feuerlöscher vorher präpariert, ja? Also... Ja, ich hab mal. Seht ihr denn die gescannten Felder eigentlich auch? Ja. Hätte vielleicht nicht einmal losballern sollen, ne? Die gescannten sehen wir. Ich schmeiß eine Blendgranate. Boah, ich liebe die Haftgranate. Geil, da sind die ja wirklich geblendet. Weitere Feinde. Nee, echt? Ja doch, das hat man selten bei Spielen. Mach das mal bei Call of Duty, das ist den scheißegal. Boah, ich hab dir voll im Kopf reingeballert, ey. In den Kopf. Oh, da ist was anderes, eine neue Farbe. Was haben wir denn da? Silvano, ich würde nicht da vorne rumlaufen, ne? Nur so. Kennst alles du gut. Das Wort Deckung? Ich hab alles im Griff. Und Shooter. Ich hab ein Schild. Dein Schild hält auch nicht ewig. Warnung! Weitere Feinde entdeckt! Oh, Endgegner, Lilana! Ach, na komm schon, lad doch mal nach! Was? Boah, Leute, jetzt geht's aber ab hier. Controller war gerade kurz leer. Zischen und gucken. Ich seh nix. Ich seh schon was, aber irgendwie dann noch nicht. Boah, ist der dritte Weltkrieg hier. Alter, die sind übelst nervös, die Jungs. Alter. Okay, gerade Concentration. Der ist oh, weg. Oh, meine Lebensenergie ist echt bunt. Ja, dann müsst ihr mal Deckung gehen. Dann drück mal einmal nach rechts, dann hast du ein Medikit. Hab ich schon alle aufgebraucht. Die Schussbahn ist frei. Mal sehen, wie. Tja. Was ist dein Schild, Rivano? Oh, schön weggesprengt mit der Haftbombe. Geil. Schön. Schöne Aktion. Und nochmal. Was? Du hast doch ein Schild. Eingesperrt in der Küche von Kobe. Ja, hab ich. Aber echt? War gerade noch im Laden. Das haben sie kaputt geschossen. Boah, sind wir erstmal einsammeln. Leck mich, du. Ich hab nichts zum Einsammeln hier. Echt? Was? Ich hab alles grün hier, alles bunt. Ja, nicht nur die grünen, du kannst auch die anderen. Ja, ich hab alles, bunt, grün, oval, hab ja alles eingesammelt. Ich hab nichts. Okay. Aber ich würde gerne nochmal zurück und meine Waffen auffüllen. Ja, du hast doch keinen getötet, deswegen. Ach, hier ist grün. Was? Halt die Fresse!
Jetzt kann man. Bist du später wert gezündet. Du musst halt auf die Minimap gucken, wenn du so kleine Kreise hast. Das ist was zum Einsammeln. Hier ist auch eine Kiste, ne? Eine Auffüllkiste. Sinnlos. Ich bin zurückgelaufen zur Auffüllkiste. Hier ist alles Munition, wenn er braucht. Ja, ich bin jetzt gerade zurück. Ich bin gerade zurück. Danke. Da wo der Crazy ist, da ist die Kiste. Da hinten ist ein Ausrufezeichen, liebe Freunde. Da geh ich mal hin. Bei mir ist es ein Viereck. Ich weiß ja nicht, wie bei dir ein Ausrufezeichen. Normal, vorhin waren ja die Missionen im Ausrufezeichen, aber ist das ein Viereck, ja. Ich weiß nicht, wie du Ausrufezeichen malst. Zeichnest. Ein Viereck. Sagen, ziemlich verwüstet. Das hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich gehe schon mal vor in den Fahrstuhl. Ah, ich komme auch rein. Warten, sonst muss er unten warten. So. Ich glaube, es ist ganz gut, darf dass einer drücken. Das alles nicht mehr ja, mitkriegt. Onkel, drück mal, sonst heißt und es wieder ich. Für die tun wir das hier, Agent. Ey, er geht aus dem Fahrstuhl raus, oder? Nee, doch nicht. Okay, dein Glück, Alter. Da bin ich gerade so aus, als wenn du abhauen möchtest. Ehre Warnung. Ich bin immer da und immer nah. Nein, wir zocken Borderlands 2 auf PC. Sorry, ich bin jetzt so auf das Game ja, fixiert. Ja, beantworte erstmal alle Fragen, ja. Lukas, zockst du... Aha. Ich zocke auf der Xbox. Schön. Ja, so richtige Fragen sind jetzt hier nicht. So richtig, die man jo, jetzt... Jo, ich bin wieder da. Geht weiter. Ihr habt nichts verpasst. Die man jetzt... halten sie unter sich, habe ich so das Gefühl. Ja, ist richtig. Ah, Onkel, komm mal her. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Hm. Also oh, jetzt schiebt er mich weg, der Rivano. Ah, Erste-Hilfe-Set, cool, danke. So ein kleiner Drecksack. Wenn du dich ja immer beschwerst, dass du nichts kriegst. Ja, aber Rivano hat Rivano hat's nur weggeschnappt. Rivano hat's nur weggeschnappt. Nein, jeder kriegt das. Ja, ich weiß, aber er hat mich weggeschoben und hat die Tasche gekauft. Die Tür aufgemacht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich muss mich erstmal versorgen. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Was ist das für ein kontaminiertes Gebiet? Alter, wir sind ja kontaminiert. Wir müssen hier raus, Leute. Ja, wir haben doch Gasmasken auf. Oh, ich bin tot. Wir haben doch Gasmasken auf. Ja, genau. Die Tür konnte ich sonst nie aufmachen. Aber ich hatte Dietrich und denkst so, ach komm, gehst mal rein. Ah. Wir haben doch Gasmasken auf! Ja, wo haben wir die denn? Ja, die hast du doch automatisch aufgesetzt. Quatsch. Aber die hat wohl nicht gereicht. Doch, die setzt du automatisch auf. Geh rein, dreh dich um, dann wirst du sehen. Stimmt. Aber da kommen wir nicht rein, da müssen wir irgendwann später nochmal rein. Wenn wir bessere Masken haben. Ich bin sofort tot umgefallen, bewusstlos, ey. Ja, du bist ja auch Warnung. Ja, das war aber jetzt ganz fix, du. Ja? Ich bin da reingegangen und dann war ich am Leuchten. Die Pilze haben schon gewachsen, du. Gibt's dann bin hier? Ich umgefallen. So bin ich ein Typ. Pilze? Ach, hier müssen wir ja lang. Oh, Achtung. Oh, alles ging. Oh Gott, die ganze Familie hier wieder. Warte, ich hab hier noch so eine schöne Granate. Soll ich die irgendwo hin tun? Ja, die drüben auf der anderen Seite. Ja, wunderbar, so mag ich das. Boah, verzieh die Waffe, Alter, leck mich die Säcke. Boah, die Waffe ist übel geil. Ich hab gerade eine Bierflasche abgeschossen, das tut mir leider leid. Ich auch. Für diesen grausamen Verlust. Oh, ich hab hier noch Granaten. Alter, du Drecksack! Ich raste dir aus hier! Schieß, bis sie tot sind. Ja, wann sonst? Boah. Okay, ich brauch mein Schild. Du mit deinem ollen Schild. Immer auf die Rübe. Das war's, oder? Nee, da ist noch einer. Okay. Nein, der ist tot. Oh Mann, das arme Bierglas. Flasche. Glas? Flasche? Flasche. Was denn jetzt? Glasflasche. Beides bitte. Ausrufezeichen, Flaschen. Achtung, Fleisch. Ich sag nichts mehr. Kisten. Oh, hier.
Oh, der Weihnachtsmann, guck mal, der sieht so glücklich aus. Eine Geisel. Ah, ist das der Doktor, den wir in unser Lager reinstecken können und für uns arbeiten lassen können? Der hat aufgepasst. Welcher Doktor? Aber da kommen noch welche. Ja, Onkel hat nicht aufgepasst. Gut. Nee. Ziehen wir es durch.